ist Ela und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, Anfang des Monats, das heißt, wieder aufgebraucht und ich habe hier meinen Korb stehen und da sind all die Produkte drin, die ich jetzt so im November oder die wir so im November jetzt aufgebraucht haben und die wollte ich mit euch doch jetzt einmal nach und nach durchgehen. Ja, doch mal einmal gucken, was ich denn da so alle habe. Ich habe daneben jetzt noch einen anderen Korb, da schmeiße ich die Sachen gleich einmal rein. Nehme ich mit nach unten und dann kann das an der Mülltonne getrennt werden. Ja, genau. Ich greife hier einfach mal immer nur rein. Ich habe diesen Monat mal einmal nichts geordnet und habe hier als erstes von Dr. Beckmann so ein Oxy Magic Plus. Das gebe ich ja einmal gerne in meine weiße Wäsche mit rein. Genau, ob jetzt die 30 Grad oder die 60 Grad Wäsche. Da gebe ich immer so einen Löffel mit rein. Ja, jetzt sind hier noch zwei Löffel drin. Die nehme ich mir mal raus. Weil ich weiß nicht, was in dem neuen so drin ist. Genau. So. Und den schmeiße ich weg. Ja, ne, Produkt war gut. Hatte ich mir, glaube ich, entweder im Action oder im Thomas Philips mal gekauft. Ja. Genau. Dann aufgebraucht von CD so eine Wohlfühl-Intim-Waschlotion. Die ist einmal aufgegangen. Finde ich ganz gut. Was mir daran ja gefällt, ist eben halt dieser Pumper. Bei den Eigenmarken, das sind ja alles so diese Flaschen und ja, hier kommt immer genau passend dosiert das alle raus. Jetzt im Moment habe ich von Nivea so eine Schaumdingsgedöns. Genau. So, dann habe ich hier eine Lippenmaske von Cardia Vera. Hydro Lip Patch, sofort prallere Lippen mit Hyaluron, Aloe Vera und Macadamia-Nussöl. Pralle und zarte Lippen für alle Hauttypen. Ja. Was habe ich denn da drunter geschrieben oder dahinter geschrieben? Jetzt hat er einen angenehmen Duft, hat entweder nach Erdbeer oder Kirsche gerochen. Das konnte ich jetzt so nicht wirklich sagen. Es hatte so ein bisschen was von, ja, so Kinderbonbons oder diese Kinderlutscher. Ja, aber das sind ja, ist ja Kirsche, ne? Diese kleinen mit dem grünen Stiel und oben dieser kleinen runden Zuckermasse. Ja, das ist, glaube ich, Kirsche, ne? Ja, dann hätte es nach Kirsche gerochen, fand ich jetzt. Ja, und wie immer, hat nichts gemacht. Ja, genau. Ach, ich habe sie sogar noch wieder da reingetan. So sah sie aus. Hatte die jetzt einen Schlitz? Ich weiß es gar nicht mehr, oder? Nur dünn. Ne, hatte keinen Schlitz. Es war einfach nur so ein bisschen dünner da. Egal, weg damit. So. Dann weiter. Von Cardia Vera habe ich hier eine Tuchmaske mit Hyaluron und Eukalyptus-Extrakt, kühlend und erfrischend. Genau, die hatte ich mir, als ich das letzte Mal im Sommer, glaube ich, im Müller gewesen bin, hatte ich mir die mitgenommen. Hier hinten habe ich mir auch was drauf geschrieben. Kühlung fing an zu brennen. Nach 3 Minuten musste ich den auch schon wieder abnehmen, weil ich es da nicht mehr haben konnte. Weil eine Limited Edition gibt es sowieso nicht mehr. Würde ich mir dann auch nicht nochmal nachkaufen. Weil so Eukalyptus, so kühlende Tuchmasken habe ich auch noch von Action und... Oder sind die alle von Action? Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall noch welche. Naja, egal. Hier habe ich noch eine Tuchmaske von Balea. Und zwar die bedruckte Tuchmaske Be Sweet. Die hier hatte ich auch einmal. Die war in einer Glossy Box. Was habe ich denn da drauf geschrieben? Hatte viel Serum, hatte einen angenehmen, dezenten Geruch und war, ja, ordentlich feuchtigkeitsspendend. Genau. Ja, fand ich gut. Was habe ich denn da drin? Ne, nix. Dann ebenfalls eine Tuchmaske von Sunsun. So eine koreanische Skincare war das ja. Die gab es ja mal bei Rossmann. Ja, da habe ich jetzt noch ein oder zwei noch von, weil die sind oder die laufen ab. Ne, die sind im Juli nämlich jetzt abgelaufen, also mein Rest muss ich auch noch und derjenige, die hat, sollte da vielleicht auch nochmal nachgucken. So, dann
einmal hier so eine Dose von diesen Raumerfrischer für diese Automaten. Das war so eine Special Sommer Edition. Flower Romance. Ja, hier, sowas, ne? Sweet Velvet and Rose Kisses. Die habe ich beim Action gekauft. Was habe ich denn da drauf hingeschrieben? Schöner, angenehmer, sommerlicher, dezenter, blumiger Duft. Ja, würde ich mir also wahrscheinlich wieder nachkaufen. Ja, man kann noch was riechen. Ja, der war wirklich schön. Hatte so ein bisschen was Holziges noch mit da drin. So nach Zedernholz. Ja, aber war ganz schön, der hier. Also wie gesagt, vom Action war eine Sommer-Edition, aber manchmal haben sie die auch noch mal ein bisschen länger. So, dann habe ich von The Body Shop eine Bodybutter aufgebraucht mit dem Shea-Geruch. Die einmal, die habe ich mir mal vor ein paar Jahren bei Kaufhof, Galeria Kaufhof oder irgendwie sowas, hatte ich mir die mal irgendwann geholt. Die ist aber leer, die war schön. Ja, würde ich mir wieder kaufen. Dann von Balea aus der Limited Edition im Sommer habe ich eine Haarkur Frizzy Fruits aufgebraucht. Die war auch ganz schön. Die hat auch schön gerochen, hat auch ja, etwas länger noch im Haar gehalten, war jetzt ein bisschen länger. Also als die Haare trocken waren, man hat es noch ein bisschen wahrgenommen. Vielleicht eine Stunde oder sowas. War aber schön. Würde es die nochmal geben, würde ich mir die nochmal nachkaufen. Und ebenfalls aus der gleichen Reihe ist das Shampoo. Na, ich hatte ja alle drei. Ich hatte die Shampoo-Spülung und eben halt die Kur. Die Spülung ist, glaube ich, letzten Monat schon mal leer gegangen. Ja, der war schön. Also das Shampoo hat jetzt nichts Besonderes gemacht. Also das war jetzt wirklich, ja, es hat sauber gemacht. Ja, also jetzt irgendwo ein Pflegeaspekt oder so hatte das Shampoo jetzt nicht. War aber schön. Dann, das war jetzt in meinem Projekt Empty. Von Douglas Homes Spa habe ich hier Citalasso. Das war ein Duschöl. Das ist noch die alte Verpackung, das hatte ich irgendwann mal für 1 € oder so was beim Thomas Philips gekauft. Genau, war schön. Also der Geruch ist wirklich, wirklich schön. Also der erinnert so nach Sommer. Ja, schön. Würde ich mir wieder kaufen. Dann habe ich mir eine Probe. Habe ich aufgebraucht von L'Oreal Age Perfect dieses Serum Make-up in der Farbe 250. Die hier, die war wirklich schön. Die fand ich auch ganz toll. Die war mir jetzt zwar ein bisschen zu dunkel, die musste ich noch ein bisschen nachhellen, aber die hat schön gesessen und auch lange da gesessen, wo sie sitzen sollte. Ja, war schön. Also die gucke ich mir noch mal an und ich glaube, da kaufe ich mir auch mal eine von. So, was habe ich denn hier noch? Die, das ist nämlich ein bisschen ausgelaufen. Da hatte ich von Balea die Choco Dream Lippenmaske. Die einmal. Das war die braune, ne? Die gibt es ja in hell und in dunkel und ich hatte die braune, genauso wie die Hydrogel-Augenpads, die und die Gesichtsmaske. Genau, die war eine Tuchmaske. Ich hatte jetzt auch mit einer braunen Maske gerechnet, aber naja, die war weiß. Ne? Hatte ich alle drei Sachen, hatte ich gleichzeitig drauf. Hat schön gerochen nach Schokopudding. Also ich würde sagen, das riecht jetzt so nach so einem Schokopudding. Ich weiß nicht, kennt ihr die vom. Gibt es die noch beim Aldi, diese luftigen, die so aufgeschlagen waren? Oder die günstigen beim Aldi mit der Sahne drauf? Da, das passt schon eher. Also so roch das. Wie Schokopudding mit Sahnehaube. So, das
Serum. Das hatte ich, hab ich nämlich mit dem Finger. Ja. Dann ebenfalls in meinem Projekt Empty hatte ich den ölhaltigen Augen-Make-up-Entferner von Isana. Den hier. Ne. Ich glaube, wir wären keine Freunde, weil der brennt mir, wenn ich den benutze, zwischendurch immer mal unterm Auge, also da, wo die Haut, ja, die dünne Haut ist eben halt und kriecht mir in die Augen und ja, weiß ich nicht. Aber zwischendurch kaufe ich den immer mal wieder. Also das ist jetzt meine dritte oder vierte Flasche davon, kriege ich immer mal wieder und denke, vielleicht haben sie ja mal was geändert und du verdrehst es, aber nee. Nee. Erstmal würde ich mir das nicht wieder nachkaufen. Dann leer gegangen. Oh, da klebt auch noch die. Die Maske dran. Ich mache das mal einmal sauber. Die ist nicht ausgelaufen. Die Trended Up Hydrostay, diese Silky Serum Foundation, genau, die ist leer gegangen. Hier hatte ich die in der Farbe 20. Am Anfang kam ich mit der nicht so wirklich klar, aber jetzt zum Schluss fand ich die ganz toll. Würde ich mir wahrscheinlich auch wieder nachkaufen, wobei ich ja jetzt die von L'Oreal mal einmal austesten wollte. Auf jeden Fall diese hier. War ja auch so eine Serum-Make-up-Foundation. Ja. Was ich hier nur ganz blöd fand, die war ganz plötzlich leer. Also, wenn man es gegen das Licht hält, ja, kann man vielleicht, oder hätte man vielleicht sehen können, bis wo die leer ist, aber ich habe das ja auch mal alle geschüttelt vorher und ja, sie war plötzlich leer, aber die war ganz schön, ja, genau, ne, mit Lichtschutzfaktor 15, hat er hier auch so eine Pimpette dran, ja, würde ich mir wahrscheinlich wieder nachkaufen, ja, war schön. Dann ein Ding, was bei mir Jahre hält. Na, das ist so ein Haarspray. Diesmal hier von Vella Flex in ja, ultra starke Halt 5. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Also benutze ich selten. Ist gerade mal, wenn ich mir irgendwie was ich eine Frisur mache, die dann auch länger halten soll. Ja, ansonsten brauche ich das nicht, ne, mit meinen langen Haaren. Mal ist genau ein bisschen drin, aber ich glaube, das Glas war leer, oder? Ja, kommt nichts mehr. Ja. Brauche ich nicht. Na, als ich die Haare noch kürzer hatte, hatte ich dann regelmäßig dann Haarspray und Schaumfestiger und sowas aufgebraucht. Aber nee, jetzt nicht mehr. Da habe ich dann weiter von Yuti. Augenpad. Maske, genau. Die goldene aufgebraucht. Die war jetzt mit Kollagen, Hyaluron und Zauberstrauch. Ja, ich finde ja die Yuti Augenpads alle toll. Würde ich nachkaufen. Dann habe ich mir die Haare gefärbt. Diesmal einmal mit Sios in der Farbe. Wo haben wir so? Kühles Beige Blond. Ja, 7-58, die einmal, ne, diese Öl Intense, ja, ne, 100% graue Abdeckung, gesunder, aussehendes, kräftigeres Haar, ich glaube, ja, ohne Ammoniak mit fliegendem Öl drin, genau, die einmal, die habe ich jetzt einmal ausgetestet, weil, nein, egal, sag ich nicht. Ja, die habe ich ausgetestet. Voll in Ordnung. Also das ist das, was ich jetzt hier so habe. Also ich habe mir vor 14 Tagen ungefähr die Haare damit gefärbt. Wobei, in Ordnung, die hat so einen, ja, irgendwie so einen dunklen Farbton damit drin. Der wäscht sich auch noch aus. Das ist das, wahrscheinlich erstmal das, was das Kühle da rein macht. Also das sieht so, ja, als wenn da
Ja, schwarz? Ja, schwarz kann ich nicht sagen. Als wenn man ja irgendwie irgendwas noch mit in der Haare hätte. Irgendwas Dunkles. Was ich. Ja, wie soll ich es erklären? Ich kann es nicht erklären. Ja, auf jeden Fall hat die dann, wenn man die Haare so zusammen macht, wirken die dann eben halt dunkel, irgendwie, als wenn da irgendwie was Schwarzes noch mit drin wäre. Das stört mich ein bisschen. Hab jetzt auch schon eine neue Farbe nach, oder neue Farben nachgekauft. Ja, weiß ich nicht. Würde ich mir vielleicht nicht nachkaufen. So, ein Parfüm habe ich auch leer gemacht. Von Eclat. Dieses hier ist ja ein Duftzwilling von Alien in der Farbe 117. Ja, da, die. Ja, will nicht. Ne? In der Farbe 117. Ist ein Duftzwilling von Alien. Wie gesagt, Eclat ist ja eine Firma hier aus Deutschland, wo man Duftzwillinge kaufen kann. Das war jetzt auch schon ein bisschen älter, weil die Flakons, ich habe es heute mit meiner Aussprache, ich weiß auch nicht, sehen jetzt anders aus. Sie sind rundlicher, also die sind nicht mehr in diesem eckigen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist auch der Deckel mit Magnet. Ja, ich glaube wohl, ich glaube, das war bei Eclat. Ja. Genau, ist aufgebraucht. Hatte ich ja vor 2 Monaten, 3 Monaten ja noch bei meinen Pflegefavoriten drin. Nein, meinen Favoriten, nicht Pflegefavoriten, meinen Favoriten mit drin. So, dann ist aufgegangen von Nutrice Ultra Bleach so eine, ja, so eine Kur, die man so nach dem Färben mit reintun kann. Das war jetzt so mit, ich glaube, das war dieses Blaue, ne? Ja, genau, gegen den Gelbstich. Ja, ist aufgebraucht. Nichts Besonderes. Nein, das gehört da nicht rein. Das da rein. Dann, was Großes. Vanille Weichspüler in Fresh Control Cool Fresh. Wären 32 Wäschen drin gewesen. Mit Geruchsneutralisierungstechnologie. Ja, neu verbesserte Formel ohne Mikroplastik. Naja, war ein schöner, sauberer, angenehmer Duft. Ja, genau. Ach, guck mal, hier ist dann auch so diese Linie, wo man das aufkriemeln kann. Aber das mache ich gleich, glaube ich. Oder? Jetzt ging es doch schnell. Sonst hätte ich das nämlich gleich unten anders gemacht. Dann sind aufgegangen Brillenputztücher. Genau, die habe ich mir mal beim Action gekauft. Die sind günstig. Ja, würde ich mir wieder kaufen. Die waren schön. Habe ich immer in meiner Kasak-Tasche für auf der Arbeit. Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, die kosten 1,50 oder sowas. Also, und hier waren jetzt 50 Stück drin, kann man nichts zu sagen. Im Moment brauche ich auch gar nicht die. Ich hatte ja sonst auch gerne die von DM. Die Tücher, dass die Brille nicht beschlägt. Weil ich muss ja auf der Arbeit FFP2-Maske durchgängig tragen. Und im Sommer sind mir dann häufig mal die Masken, ach, die Masken, die Brillen, boah, die Brille dann beschlagen. Und man hat nichts mehr gesehen. Da waren die Tücher schon gut, aber die sind recht teuer. Da sind 20, 25 sind da drin und die kosten irgendwie an die 3 Euro. Ja. Ne? Und jetzt tun es dann auch wieder die günstigen. So, dann weiter. Habe ich aufgebraucht von Frosch, eine meiner Lieblingsmarken, einen WC-Reiniger, Himbeeressig. Ja. Also bei WC-Reinigern nehme ich doch lieber so die WC-Ente und sowas. Also alles, was ein bisschen schärfer ist. Weiß ich auch nicht warum. Die fand ich jetzt nicht so toll. Keine Ahnung. Der Geruch war schön. Also, ja. Ja, aber mir, nee. Weiß nicht, würde ich mir nicht nachkaufen. Wobei, wie gesagt, Frosch ist mit meiner Lieblingsmarke, was so
Putzmittel für die Küche angeht oder Glasreiniger, da nehme ich das ganz gerne. Aber ja, nicht als Kloreiniger, als Waschmittel mag ich das auch nicht und als Waschmittel, ne, zum Waschen, Wäsche waschen oder als Weichspüler und sowas, da finde ich, mag ich Froschprodukte auch nicht. So, dann habe ich hier von Yves Rocher ein ultra-erfrischendes Reinigungsgel. Genau, das hatte ich auch in meinem Projekt M-Team. Finde ich schön. Würde ich mir auch wieder kaufen. Hat einen super angenehmen, leichten, dezenten Geruch. Ja, irgendwie fühlte sich auch die Haut danach schön an. Als wenn die noch mal so, ja, nicht nur erfrischt wird, sondern auch, wie soll ich sagen, noch gepflegt wird. Irgendwie so in die Richtung, ja. Ne? Jetzt ist das mit Zellwasser der Edolis, was auch immer Edolis ist, das weiß ich nicht. Aber würde ich nachkaufen. Fand ich schön. So, dann ist aufgegangen ein Duschgel. Das ist, glaube ich, ausgelaufen. Ein Duschgel von The Beauty Depp, Monoi. Das hier. Fand ich ja richtig schön im Sommer. Oder beziehungsweise nicht im Sommer, im Spätsommer, jetzt zum Herbst hin. Der Geruch hat mir einfach nochmal wieder Sommer zurückgeholt. Ja, fand ich schön. Habe ich für nächstes Jahr, habe ich da auch nochmal ein Backup. Hat mir auch sehr lange gehalten, weil in dieser Flasche sind 400 Milliliter drin. Ja. War schön. So, dann ja, nicht ganz aufgebraucht, aber umgefüllt von Pril. Ein Waschgel. Ein Waschgel. Ein Waschgel. Nein. Spülmittel. Spülmittel. Ich bin, weiß nicht, ich bin heute irgendwie. Hier riecht man es nicht raus. Aber hier steht es auch antibakteriell. Ich habe nur die Farbe gesehen, da war ein blaues. Und das Blaue war für mich so dieses typische. Aber das hat so ein. Es riecht nicht typisch so nach Spülmittel. Auch nicht typisch so nach diesem Pril-Spülmittel. Sondern es hat schon wirklich so einen Touch nach Desinfektionsmittel. Steht denn hier hinten? Pril 5 Plus antibakteriell entfernt, dank innovativer antibakterieller Formel 99,9 der Bakterien und bietet 24 Stunden vor Bakterien auf dem Schwamm. Aha. Ja, weiß nicht. Ja, also sowas brauche ich eigentlich. Desinfektionsmittel brauche ich nicht in nur was Desinfizieren, das brauche ich nicht im Spülmittel. Eigentlich nicht. Nee. Ja. Wie gesagt, da habe ich jetzt umgefüllt in die große Flasche von Meset. Heißt das Meset? Irgendwie sowas. Und da war mir jetzt der Pumper beim Nachfüllen kaputt gegangen. Und deswegen habe ich jetzt dieses Teil hier oben auf die große Flasche getan. Und beim nächsten Mal werdet ihr ja die große Flasche auch mal aufgebraucht sehen. Ja, so, was habe ich denn da drin noch? Da drin habe ich noch von The Unstoppables diese Wäsche-Perlen-Dinger. Genau, Sunlight. Die Flasche hatte ich mir irgendwann mal beim Action gekauft. Und die riecht wirklich schön. Das riecht wirklich nur nach Sommer. Nach Sommer sauber, frischer Wäsche. War schön. Die Perlen habe ich ja sonst auch immer für meinen, also als kleiner Tipp, in meinem Staubsauger mit aufgesaugt. Jetzt haben wir ja die Staubsauger-Roboter und ich finde, da wird der Geruch nicht so verbreitet wie ja, mit dem herkömmlichen Staubsauger. Was ich aber jetzt auch noch mache, ist, ich habe so ein kleines Organza-Säckchen, da tue ich mir auch ein bisschen was da rein und hänge mir das ins Auto. Und zwar habe ich das bei mir im Auto, im Fußraum, beim Beifahrer, da wo die warme Luft rauskommt. Und das riecht bei mir im Auto immer schön frisch nach sauberer Wäsche. Kleiner Tipp am Rande. So, weiter.
Ich habe oder wir haben eine Zahnpasta aufgebraucht. Die hier. Die war mal in irgendeiner Box mit drin gewesen. The Humble & Co. Natural Truth Past. Ja, das war jetzt so eine schwarze Zahnpasta. Der Geschmack war okay, aber die hat nicht geschäumt und ich hatte das Gefühl, die wurde flüssig. Ja, fand ich nicht schön. Hat auch ziemlich Sauerei im Waschbecken gemacht. Also jetzt nicht wie die blaue vom letzten Monat. Wie hieß die denn noch? Also die hat wirklich fies gemacht. Ja, egal. Würde ich mir nicht nachkaufen. So, dann ein bisschen aussortiert. Ebenfalls eine Zahnpasta von Parodontax. Die extra frisch. Die ist jetzt vielleicht noch bis hier irgendwo gefüllt. Was einem ja keiner sagt und auch nirgendwo draufsteht, ist die salzig. Die schmeckt salzig. Also ich war froh, dass ich mir die extra frisch davon geholt habe, weil dieses extra frisch war wirklich, also sobald man sich den Mund ausgespült hat, war natürlich auch dieser Salzgeschmack weg. Und die Frische ist geblieben. Aber da sollte man vielleicht eine Warnung draufschreiben, ne? Dass die eben halt salzig sind. Aber sie hat das getan, was sie getan haben sollte. Und ja, dafür fand ich sie gut, aber jetzt brauchte ich sie lange nicht und jetzt wollte ich sie dann einfach nochmal aussortieren. So, und hier ist mir noch der Rest vom Moloy-Duschgel draufgelaufen. Von Dumil. So, da ist die Kamera einfach ausgegangen. Ja, ich war stehen geblieben hier bei dem Dumil. Die zeige ich jetzt nicht so lange in der Kamera, weil da ist mir das Duschgel drauf ausgelaufen von dem Monoi-Duschgel. Ja. Jetzt habe ich gar nicht gesagt, was das ist, ne? Also Müllbeutel 30 Liter mit Lavendelgeruch. Ja, sind in Ordnung. Ne, die Beutel an sich sind auch so lila eingefärbt, sind nicht durchsichtig. Ganz schön. So, ich glaube, jetzt kann ich hier auch schon mal den letzten Rest rausholen, was ich hier noch drin habe. Und dann ist der Port gleich auch leer. So, dann habe ich hier von Penny, weil ich brauchte Müllbeutel, 50 Liter Müllbeutel, genau. Die haben jetzt noch so einen Griff dabei. Ja, den Griff brauche ich eigentlich nicht. Alles in Ordnung. Dann Augenpads von Isana, die Augenpads mit Q10, Anti-Falten-Power. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also ich hatte sie schon mal eher. Das in der Packung sind ja, ich weiß nicht, 3 oder 5 oder so drin. Fand die da schlecht. Jetzt dieses Mal habe ich gedacht, oder war die Haut jetzt doch ein bisschen gebügelter? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Keine Ahnung. Ich würde es mir vielleicht auch nicht nochmal nachkaufen. So, dann ist eine Tuchmaske noch aufgegangen von Balea. Die Tuchmaske Magic Wonderland. Auch wieder für jeden Hauttypen. Die fand ich auch schön. Roch gut. Hat ja Feuchtigkeit gespendet. War schön. Dann ebenfalls eine Augenpatchmaske von Juti. Die blaue mit Aloe Vera, Hyaluron und Vitamin E. Genau, die finde ich ja auch alle ganz toll. Aufgebraucht. Dann eine Folienmaske von Action. Diese hier. Ne, die silberne. Da gibt es, glaube ich, noch eine goldene von. Genau. Feuchtigkeitsspendende Folienmaske. Die habe ich nicht drin. Ich guck mal. Kann sein, dass ich auch schon ein Foto von gemacht habe. Weil die Maske an sich ja auch mit diesen Sternen bedruckt ist. Aber ich schau mal. So, dann habe ich hier von Rubin noch Biomüll-Folienbeutel. Die 10 Liter. Genau, die passen direkt so in meinen
Tupper-Ding, dieses Dreieckige, was man so irgendwo in den Ecken stellen kann. Dann vielleicht der ein oder andere. Passen die super rein. Kaufe ich immer wieder nach. Und das letzte ist von WC Frisch. Duftswitch. Vor dem Spülen soll es nach saftigem Pfirsich und nach dem Spülen nach süßem Apfel riechen. Keine Ahnung. Mir ist weder vor noch nach dem Spülen großartig irgendeine Geruchsveränderung aufgefallen. Ja, würde ich mir wahrscheinlich auch nicht nochmal kaufen. Also ich mag dann die Blauspüler, mag ich dann lieber. Ja, genau. Ja, genau. So, und das war der letzte Rest vom Schützenfest. Genau. Das war mein Aufgebraucht für den Monat November. Solltet ihr mein Video gefallen haben, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben, netten Kommentar und ein Abo freuen. Okay, wir sehen uns. Ciao!